Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Ich bin Odyssey mit mir, dem Pirates. Wir machen weiter hier mit, ja, mit dem DLC Shatter Legende trifft Natakas im Versteck. Da letztes Mal haben wir den ja übel auf die Schnauze gehauen, den Typen. Und dann nachher hat er gemerkt, hey, oh Gott, finde die Adlerfrau. Jetzt ist alles sehr gut, jetzt sind wir wieder gechillt. Ich hätte es auch getan. Es ist vorbei. Immer wenn ich denke, wir wären entkommen. Es ist der Orden. Ich weiß. Das war nicht das erste Dorf. Der Orden tritt immer mehr in Erscheinung. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. Wir müssen vorsichtig sein, Natakas. Das weißt du auch. Brennende Dörfer, Perser, die Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten. Jetzt. Wie hast du uns gefunden? Sie weiß es von mir. Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Ihr müsst doch wissen, was hier vor sich geht. Diese Perser, die die Spartiaten befehligten. Der Orden der Ältesten. Eine mächtige Geheimgesellschaft, die Persien über zahllose Regenten hin kontrollierte. Eine Geheimgesellschaft? Davon gibt es ja einige. Ich habe dich das bereits gefragt, als du mich töten wolltest. Wer bist du? Dareos. Ein Name allein reicht mir nicht. Sie verdient es. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Lass mich dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Es war vor vielen Jahren in Persien. Uh-oh. Für den König! Eure Tode bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Seitdem sind sie uns auf den Fersen. Jemanden, der so eine Geschichte erzählen kann, trifft man nicht oft. Ich erzähle sie auch nicht oft. Aber der Orden, er ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab. Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen.
Was? Du musst dich nun entscheiden. Bekämpfe sie oder verschwinde. Vater! Sind wegen mir? Ich muss mehr darüber erfahren. Vielleicht weiß Natakas etwas. Moment mal. Kultisten? Oh, der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist nach Griechenland gekommen, um die Adlerfrau zu töten. Will ihr Emblem in der unrechten Ecke aus, um ihre Struktur anzusehen. Okay. Ah, Mist. Und liegt der Magier. Was? Liegt der Magier? Orden der Jäger? Und liegt der älteste Orden der Jäger in Ordnung, wurde auf den Dreifach-Halbinsel Kalikte in Makedonien gesehen. Er konnte das Gebiet. Ein Ältester baut regelmäßig die Olympus-Festungen in Makedonien. Und daraus versteckt in Makedonien findest du Informationen zum Orden Ältesten. Elend. Das ist der Hauptmann. Ach du Scheiße. Ja. Wölfe sollten kein Problem sein. Dairos Notizen, die Wölfe außerhalb der Stadt sind ungewöhnlich blutmünzig. Sie sollen sogar des Nassmenschen in Amphipolis zerfleischt haben. Welch garstiger Anblick. Der Jäger hat eine starke Bande mit den Wildtieren. Diese Angriffe dienen offenbar einer Jagd, auf die Adlerfrau. Falls jemand diese Wölfe töten könnte, wäre das Rudel des Jägers geschwächt. Warte mal, ja, okay, gut, okay. Ob ich jetzt überhaupt jemanden aufsuche? Erstmal Quests gucken. Okay, gejagt. Schatten aus dem Osten entfernen, eliminieren den Zweig der Jäger, okay. Ah, das ist so, ah, okay, warte, nee. Ah, okay, die sieben, die Jäger sind dann, das sind dann die sieben oder was. Okay, 3, 6, 7, also das sind dann die hier, okay. Gut, also haben wir nur eine Quest. Also wir haben noch zwei, aber können wir noch eine machen. Gut, mehr Fragen als Antworten. Na gut, das sind wir ja schon gewohnt. Okay, also. Natakas ist auf der Jagd, wenn du ihn suchst. Okay. Also das gleiche Spiel nochmal, oder wie? Okay, gut. Sagen. Wir haben letztens jetzt... Also ich war so froh, den Kultzweck Tüte zu haben, ne? Wir haben gesiegt und das was ist... Nein, noch nicht. Nein. Es kommt noch mehr. Ah gut, das ist ein bisschen kleiner als der Kult. Also von den Toten auferstanden haben wir hier. Vielen Dank, Malaka, okay. Also Makedonien ist sozusagen voll von dem... Von dem Zeug, okay. Attika. Aber wenn es um mich geht, könnte ich mir nochmal gut vorstellen, dass du auch nochmal nach Argolis, Katonien, Messinien, Arkadien. Ja gut, Elis, Acharia. Das Gute ist natürlich, Leute, wir haben alle Fragezeichen aufgedeckt. Also ziemlich alle. Deswegen werden wir doch hier rein auf die Quest hier dann stürzen können, weil wir haben die Hauptspiel so ziemlich abgeschlossen. Okay, was willst du von mir? Cassandra, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Praktische Arbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Du jagst gern. Ja.
Es gibt hier meistens Hirsche. Wenn du nach Dareios kommst, musst du gut mit dem Bogen sein. Einigermaßen. Bescheiden. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Okay. Schon. Das wäre schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Finden wir es raus. Das Wild ist normalerweise. Doch, Hirsche. Guter Schuss. Wow. Ernsthaft. Ja, das ist ja easy. Dareios kämpft gut. Sicher übt er viel. Und das jeden Tag. Trotz seines Alters. Dein Vater ist ein Mann weniger Worte. Und das war noch einer seiner Gespräche. Scheiße. Jetzt. Ah, nein. Ich hatte den Fall als Scheißviech. Ach du. Wo blöds Mistviech da. Komm her. Lass dich jagen. Nein. Natürlich, das ist ja ein Scheißviech, Alter. Noch einer. Wow, er hat toll mal eben geschossen. Ah ja. Oh Gott, jagen. Ich hab das noch nicht so oft gemacht. Und ich spiele auch nicht so oft mit. Weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir jetzt hier haufenweise Hirsch. Mist. Wie läuft denn das Viech? Ah Mensch, wie läuft das scheiß Viech? Okay, da kommen welche auf dich zu. Es ist nicht dein Ernst, ne? Du bist ja jetzt. Ich jag euch einfach zu Fuß. Komm her, was ist, hä? Was ist? Na, lauf, du Mistviech! Los! Spät. Haben wir es so. Und jetzt geht wieder die aggressive Form des Jagen, du Haarschloss, ich bin mir rein, du. So. War lustig. Was? Ich glaube, es ist auch keine gute Idee gewesen, hier in ihr zu jagen, aber gut. Vertrau mir. Da. Ein Eber? In Makedonien? Das sieht man selten. Köstlich. Das ist... Sei still, er wird dich hören. Ich kann es fast schmecken. Mehr! Hi, Kumpel! Na, wehr dich doch, du Mistviech! Kannst du nicht wehren, ne? Oh ja, Mensch, das ist, wenn man ein Schwein ist. Da gibt's Schweinebraten. Lecker. Ich habe auch gerade so lecker einen Kaffee hier. Den ich auch kommentieren muss, dass er lecker schmeckt, ja. Ich trinke aber fast immer Kaffee, also. Aufnehme, könnt ihr immer dran denken, ich trinke dann Kaffee. Das macht alles gleich besser. Du bist ein guter Koch, Natakas. Gut genug für die Götter. Ein altes Familienrezept. Meine Großmutter würde sich freuen. Wir sollten alle so genießen wie die Götter. Wir? Götter? Ja. Aber ich bin eine Göttin, das stimmt. Sprich nur für dich. Ich bin schon eine Göttin. Du hast etwas Besonderes an dir. Jeder kann es sehen. Bin ja auch eine Göttin. Nicht einmal du selbst könnte es genau benennen. Nach allem, was in Makedonien geschah, kannst du wohl nicht hierbleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, ob am Straßenrand oder in einer Höhle. Sie wärmte uns, beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. Dieses Gefühl werde ich wohl nie wieder haben. Ist sie tot? Sie starb vor Jahren. Wie meine Geschwister. Es war der Orden. Damals sah ich meine Schwester Nema zum letzten Mal. Was ist mit dir?
mit deiner Vergangenheit. Auch ich hatte nie ein Zuhause. Ich musste immer für mich selbst sorgen, in der Hoffnung auf so etwas wie Geborgenheit. Ich habe sie nie gefunden. Wie auch immer, ich glaube ohnehin nicht daran. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Aber muss sagen, also ein cooler DLC, also Story ist stimmt. Geil. Ich habe sowieso gemerkt, ne, ich will die Assassin's Creed 3 Let's Play. Was man ist ja noch ein DLCs fehlen, da fehlt noch einiges. Ich muss noch einiges kaufen. Leider. Aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Also das Odyssey ist durch. Sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha! Das glaubst du doch nicht, oder? Na, irgendwie schon, doch. Ich glaube es. Von allen Lügen, die er erzählen könnte, wäre diese die unglaubwürdigste. Diese Lüge wäre Dolos würdig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden sei hier, um mich zu suchen. In der Notiz war auch die Rede von anderen. Es gibt noch andere wie dich? Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder den Orden arbeitet? Er hat doch gehört, dass du eine große Kriegerin bist. Vielleicht braucht er dich für den Kampf gegen den Orden. Wenn er nicht einer von ihnen ist. Die Frage ist doch, vertraust du ihm? Ah, das ist schwer. Ey, das ist eine sauschwere Frage, weil wir kennen ihn kaum. Aber unter anderem. Boah, es ist eine schwere Frage. Doch, irgendwie, also ich muss schon. Also, ich bin ja immer sehr misstrauisch in Assassin's Creed Odyssey, ne? Aber ich glaube, also ihm vertraue ich irgendwie schon. Also. Nee, ich glaube nicht, dass er lügt. Ich glaube das nicht. Ich vertraue Dareios. Er ist voller Rätsel. Aber kein Lügner. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein wie immer. Genau das macht mir Sorgen. Die Jagd beginnt. Vielen Dank, Malaka. Ich weiß halt auch nicht, ne, die kleinen Quests, was ist das denn da? Finde und töte die Wölfe des Jägers. Ich weiß halt auch nicht. Ob das andere jetzt Nebenquests sind oder. Jagd beginnt, was man hat. Ah, okay, es gibt Nebenquests. Okay. Gut, dann machen wir dann beim nächsten Folge erstmal die Nebenquests. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, euch hat es mal wieder Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play. Das ist ja ein Odyssey. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Pyrus. Bis nächste Folge. Haut rein. Tschüssi.